Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Zugegeben, dieses Video zu erstellen hat länger gedauert, als ich dachte. Aber wie heißt das so schön? Gut Ding will Weile haben. Als ich mit den Recherchen begann, hatte ich ja keine Ahnung, auf was ich mich eingelassen habe. Aber seht selbst. Nachdem euch mein Beitrag über Aleister Crowley sehr zugesagt hat, dachte ich mir, es ist an der Zeit, einen Blick auf eine weitere schillernde Persönlichkeit aus dem esoterischen Dunkelfeld zu werfen. Diesmal geht es um Helena Petrovna Blavatsky. Sie gilt als Mitbegründerin der Theosophie. Laut Wikipedia versteht man unter der Theosophie eine religiöse Lehre, nach der eine höhere Einsicht in den Sinn aller Dinge nur in der mythischen Schau Gottes gewonnen werden kann. Diese Sekte glaubt, dass die Menschen nicht vom wilden und tierischen Affen abstammen, sondern Nachfahren der Menschen auf dem Mond waren. Bei diesen Menschen soll es sich um ungeschlechtliche, ätherische Astralwesen gehandelt haben. Danach erfolgte dann die Vereinigung mit der hyperboreischen Wurzelrasse, in dessen weiteren Verlauf die Menschen dann einen Körper und ein Geschlecht erhalten haben sollen. Dann haben die Menschen das Entwicklungsstadium Atlantis erreicht und befindet sich nun im Entwicklungsstadium der arischen Wurzelrasse. Soweit also dieser sehr grobe Umriss über die Theosophie, aber lasst uns ihre Mitbegründerin Blavatsky nun ins Auge fassen. Sie war unter anderem als Autorin und Publizistin tätig und im wahrsten Sinne des Wortes eine Weltenbummlerin. Ach, und über übernatürliche Fähigkeiten will sie natürlich auch verfügt haben. Habe ich euer Interesse geweckt? Sehr gut, dann lasst uns gemeinsam ihren Lebenspfad nachzeichnen, so schillernd und dubios er auch gewesen sein mag. Halt, stopp! Zwei Anmerkungen noch. Ich sammle in diesem Beitrag Informationen, wie in meinem Beitrag über Crowley auch. Dies bedeutet nicht, dass ich Experte auf dem Gebiet der Esoterik oder über Madame Blavatsky bin. Ich möchte hier einen Einstieg geben für all jene Wagemutigen unter euch, die sich noch tiefer in den Hasenbau hinabwagen möchten. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Interessierte schon viel tiefer in den Hasenbau vorgedrungen ist. Zweitens, in diesem Video steckt wieder Unmengen an Zeit und Arbeit. Wenn ihr mich also bei dem Projekt M-Files unterstützen möchtet, liked das Video, teilt es fleißig, lasst ein Abo da und macht euch auch die Mundpropaganda zunutze. An alle, die bereits abonniert haben, bitte ich euch, diese beknackte Glocke zu aktivieren. Dies haben rund 25% der Abonnenten gemacht, heißt im Umkehrschluss, dass die anderen 75% leider keine Benachrichtigung bekommen, falls es doch mal ein neues Video auf dem Kanal gibt. Kommen wir zur Madame Blavatsky. Helena, Kinde von Adligen, betrat die Bühne dieser Welt am 12.08.1831 als Helena von Hahn in der heutigen Ukraine. Und sie wird ihre Vorstellung am 8.05.1891 in London im Alter von 59 Jahren beendet haben. Ihr Herr Papa, Peter von Hahn, war Offizier der berittenen Artillerie und somit mehr oder weniger ständig im Einsatz. Wie sollte es auch anders sein für Volk und Vaterland? Die Leidenschaft für das Reisen sollte er an seine Tochter weitergeben, wie wir noch sehen werden. Er selbst war Spross des mecklenburgischen Adelsgeschlechtes Hahn. Dieses hohe Haus gehört dem sogenannten Uradel an und reicht mindestens bis 1230 zurück. Eine Familie mit Tradition. Auch durch die Adern der Frau Mutter Jelena Andrejewna Hahn floss blaues Blut. Sie entstammte dem Hochadelsgeschlecht Dolgoruki. Spuren dieser Herrschaften lassen sich bereits um 1270 finden. Dieses Haus hat in der Geschichte immer wieder Fußabdrücke hinterlassen. So brachte es diverse Staatsmänner, Militärführer, aber auch Künstler hervor. Die kleine Helena profitierte von dieser Herkunft, ermöglichte diese jedoch Zugang zur Bildung, der für Frauen dieser Zeit eher selten war. Hineingeboren in den heutigen Ort Dnipro standen die Sterne zuerst nicht gut für sie. Es grassierte eine Cholera-Epidemie. Ihre Mutter und sie überlebten jedoch wider allen Erwartungen.
Da der Herr Papa immer auf Reisen war, zogen die beiden ihm mit Sack und Pack nach, wobei Sack und Pack hier von der Dienerschaft bewegt werden musste. Der gemeinsame Weg von Mutter und Tochter fand im Juni 1842 in Odessa ein jähes Ende, als Jelena im Alter von 28 Jahren an Tuberkulose verstarb. Bis dahin hatte sie, selbst Autorin, großen Wert darauf gelegt, dass ihre Tochter so viel Bildung bekam wie nur irgend möglich. Sie lernte Klavier spielen, tanzen, schreiben, als auch die englische Sprache. Auch ihre ersten Kontakte mit der Welt des Glaubens fanden in Form des Buddhismus statt. Diese sollten sie ihr Leben lang prägen. Nach dem Tod ihrer Mutter wurde sie und ihre Geschwister von den Großeltern aufgezogen. Die Quellen berichten, dass Helena zu einem verhätschelten, launischen und kränklichen Kind geworden war. Darüber hinaus hatte sie ein rhetorisches Talent entwickelt. Sie galt als begnadete Geschichtenerzählerin, sie pflegte hierbei meist den Umgang mit Kindern aus der unteren sozialen Hierarchie. Ihr Großvater, Gouverneur von Saratow, förderte den Wissensdurst von Helena auch weiterhin. Sie wurde in Französisch, Kunst und Musik unterrichtet. Auch sie liebte es, ebenso wie ihre Frau Mutter, Texte zu verfassen. Reiten und das Lernen von Tibetisch rundeten die Ausbildung ab. So weit, so gut. Wir haben also ein schlaues und wissbegieriges Mädchen, welches aufgrund seiner Bildung wohl den meisten Zeitgenossen um Längen voraus war. Aus dem Mädchen wurde natürlich eine schlaue Frau, eine Kettenraucherin ohne Manieren, die auch recht egoistisch unterwegs gewesen sein soll. Sie schleppte einige Kilos zu viel durch die Welt, auch war sie eher von zweifelhafter Schönheit. Body Positivity war ein Fremdwort. Die Menschen dieser Epoche hatten nicht erst dank Helena anderen Unsinn im Kopf. Apropos Unsinn. Sie behauptete bereits in jungen Jahren, die persönliche Bibliothek ihres Urgroßvaters Prinz Pavel Dolgurov wiederentdeckt zu haben. Dieser war Ende 1770 dem Kreise der Freimaurer beigetreten. Besagte Bibliothek habe eine Vielzahl von esoterischen Büchern und Schriften enthalten. Daher auch ihr stetig zunehmendes Interesse an diesem Themenkomplex. Ob sie wirklich nur alte Schriften gefunden hat? Sie sprach davon, zu dieser Zeit auch die ersten Visionen erlebt zu haben. Visionen von einem geheimnisvollen Inder, mit dem sich später auch in der wirklichen Welt die Wege kreuzen sollte. Ihr erster Meister war gefunden. Weiter geht's mit den abenteuerlichen Geschichten unserer Frau Blavatsky. Ihren eigenen Angaben nach brachte ihr Vater sie von 1844 bis 1845 nach England. Hier will sie in London vom böhmischen Komponisten Ignaz Moscheles Klavierunterricht erhalten haben. Daraufhin will sie dann mit der Klaviervirtuosin Clara Schumann gemeinsam das Publikum in Ekstase versetzt haben. Wie bei so vielem, was sie erlebt haben will, gibt es an dieser Aussage ernsthafte Zweifel, dass dieser Besuch in England überhaupt stattgefunden hat. Dann verschlug es sie und ihren Herr Papa nach Tiflis in Georgien. Hier will sie die Freundschaft der Freimaurer gesucht haben. Eben diese habe ihr Interesse an den esoterischen Dingen weiter befeuert. Auf ihre erste Astralreise will sie dann auch gegangen sein. Die Bildung, welche man in die gerade 17 Jahre alte Helena investierte, sollte sich nun endlich bezahlt machen. Man drängte ihr eine Hochzeit mit dem ranghohen Regierungsbeamten Nikifor Wladimirowitsch Blavatsky auf. Nicht der Druck der Eltern war der Grund für die vermeintliche Zusage der Ehe ihrerseits. Nein, sie will von seiner Magie angezogen worden sein. Die Hochzeit fand am 7. Juli 1849 statt, allerdings unter Gegenwehr von Helena. Sie floh wiederholt, letztendlich kehrte sie zu ihrer Familie nach Tiflis zurück. Der Plan ihrer Familie war es eigentlich, dass sie nach Odessa reisen sollte. Sie allerdings überlistete die Dienerschaft, welche sie begleitete, und soll daraufhin auf eine 9 Jahre andauernde Weltreise gegangen sein. Als Tochter eines Adelshauses war es für den Herrn Papa nicht weiter schwierig, die Allüren seiner Tochter zu finanzieren. Als Beleg für diese abenteuerliche Geschichte
gibt es allerdings nicht viel mehr als ihre eigene zweifelhafte Aussage. Dieser Sachverhalt gilt dann auch für die nächsten 25 Jahre in ihrem Leben. Es gibt keine stichhaltigen Belege, zudem widersprechen sich ihre Aussagen zum Teil mit den Tagebucheinträgen ihrer Angehörigen. Ihr habt sicherlich auch bereits gemerkt, wie bescheiden sie war. So will sie den Opernsänger Agardi Mitrovic bei ihrer ersten Begegnung vor einem Mordanschlag bewahrt haben. 1851 dann verschlug es unsere Weltenbummlerin nach Paris. Hier ließ sie sich vom Handaufleger Victor Marshall faszinieren. Er soll auch andere mystische Techniken beherrscht haben. Dieser sympathisch dreinblickende Herr ist bzw. war Daniel Douglas Home. Der Schotte war Zauberkünstler und Medium. Ihn hat Blavatsky in Paris mit ihrer Assistenz unterstützt. Bei ihm soll sie dann auch die Taschenspielertricks gelernt haben, welche ihr halfen, Dinge aus dem Nichts erscheinen zu lassen. Im gleichen Jahr war dann auch die erste Weltausstellung in London ihr Ziel. Hier traf sie dann zufälligerweise auf den mysteriösen Inder, von dem sie schon als Kind Visionen gehabt haben will. Sie bezeichnete ihn als Meister Moria. Was macht man, wenn man seinen geistigen Meister trifft? Man lässt sich auf eine Mission nach Tibet entsenden. Vorher besucht man aber noch die Quebec-Indianer in Kanada, um sich in deren magische und religiöse Riten einweisen zu lassen. Sie fand dort allerdings keine Weisheit, sondern wurde überfallen und beraubt. Das Verhalten der Indianer sei durch die Missionare ausgelöst worden, so Blavatsky. Also, nehmen wir mal einen Moment an, dass sie zu diesen Indianern gereist ist. Da kommt eine fremde weiße Frau, welche sich einen Einblick in die Sitten und Riten verschaffen will. Wieso sollten die Indianer dieses Wissen mit ihr teilen? Soweit ich im Bilde bin, dauert es immer eine Weile, bis ein indigenes Volk Vertrauen fasst. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass man sie dann nicht so gern gesehen hat. Weiter im Text. Danach besuchte sie unter anderem New Orleans, Texas, Mexiko und die Anden und wurde dann nach Indien eingeschifft, um sich dort 2 Jahre den Anweisungen ihres Meisters Moria folgend aufzuhalten. In der Esoterik-Szene gelten ihre Meister übrigens als Lichtwesen. Ihre Versuche nach Tibet einzureisen wurden jedoch von der britischen Verwaltung vereitelt. Auf dem Weg zurück nach Europa erlitt ihr Schiff Schiffbruch in der Nähe des Kaps der Guten Hoffnung. Sie war natürlich eine der wenigen Überlebenden. 1854 will sie dann quasi in England unter rassistischen Ressentiments gelitten haben. Der Grund hierfür ist ihre russische Staatsbürgerschaft und der Krieg zwischen England und Russland. Sie wird über verschlungene Wege noch weitere Länder bereisen. Und in Tibet will sie dann doch noch gewesen sein. Hier im Kloster Tashilumpo bzw. in der Umgebung will sie dann eine uralte Sprache, bekannt als Sensa, gelernt haben. Und was macht man, wenn man frisch eine neue Sprache gelernt hat? Bescheiden wie sie war, brüstete sie sich damit, mehrere alte Texte in dieser Sprache übersetzt zu haben, welche von den Mönchen im Kloster über Jahrhunderte aufbewahrt worden waren. Die haben quasi nur auf sie gewartet. In das Kloster selbst hat man sie allerdings nicht hineingelassen. Interessant auch an dieser Stelle, bis auf Blavatsky hat sonst nie jemand etwas von dieser Sprache gehört oder gesehen. Ihre mittlerweile 2 tibetischen Meister Moria und Kothomi haben ihr außerdem dabei geholfen, die Fertigkeiten Hellsehen, Hellhören, Telepathie, Bewusstseinskontrolle von anderen und die Fähigkeit, Objekte zu materialisieren bzw. zu rematerialisieren, zu erlernen. Auch ihren Astralkörper will sie demnach projiziert haben können. Sie verließ Tibet mit der Mission, der Welt zu beweisen, dass es sich bei paranormalen Phänomenen nicht um Humbug handelt, was wohl James Randi dazu sagen würde. 1858 dann kehrte sie zu ihrer Familie zurück. Hier will sie es dann mit weiteren paranormalen Ereignissen zu tun gehabt haben. Das Haus soll Klopfgeräusche von sich gegeben haben und die Möbel sollen sich aus eigenem Antrieb bewegt haben. Lasst mal einen Like da, wenn ihr auch an Poltergeist denken müsst.
1862 versöhnte sie sich dann mit ihrem ersten Ehemann. Sie adoptierten einen Jungen, der im Alter von 5 Jahren verstarb. 1864 hatte Helena einen Reitunfall und lag mehrere Monate im Koma. Sie erholte sich in Tiflis und behauptete, nachdem sie aus dem Koma erwacht war, dass sie nun ihre paranormalen Fähigkeiten vollends im Griff hätte. Sie machte sich dann im Jahre 1871 mit dem Segler SS Eumonia erneut nach Ägypten auf. Das Schiff sollte explodieren. Sie war einer von 16 Überlebenden. Schon wieder. Man könnte meinen, dass sie mit der Seefahrt kein Glück hatte. Die Gründung einer ersten spirituellen Gesellschaft schlug fehl. Blavatsky beschuldigte die anderen Medien, die an der Gründung beteiligt waren, des Betruges. Sie bereist weitere Länder und macht dabei auch Bekanntschaft mit der drusischen Religion. Nach einem langen Hin und Her will sie dann auf Anweisung ihres ersten Meisters am 8. Juli 1873 in New York eingetroffen sein. Hier verdingte sie sich zunächst als Näherin und zeichnete Werbekarten. Sie schaffte es jedoch, das öffentliche Aufsehen auf sich zu ziehen. Immerhin hatte sie viel von exotischen Ländern zu berichten. Dies hatte ein Interview in der damaligen Zeitschrift in New York The Sun zur Folge. Wir erinnern uns, sie war schon als Kind gut darin, Geschichten zu erzählen. Das New York gerade dieser Zeit war ein Schmelztiegel, ein Pol und Antipol von einer kleinen Elite und einem großen Heer mittelloser Tagediebe. Die arme Arbeiterschaft sehnte sich nach abenteuerlichen Geschichten aus fernen Ländern. Hiervon profitierte Blavatsky ungemein. Im besagten Interview berichtete sie dann auch das erste Mal von ihrem vermeintlichen Aufenthalt in Tibet. Kurz danach erhielt sie die sicherlich sehr traurige Nachricht, dass ihr Herr Papa verschieden war. Verbunden mit seinem Tod war für Blavatsky auch ein großzügiges Erbe, welches es ihr ermöglichte, ihren Lebensstil anzuheben. Hierzu ist anzumerken, dass die vielfältigen Reisen und diverse unternehmerische Experimente dazu geführt hatten, dass sie auf neue Geldmittel angewiesen war. Alle ihre Unternehmungen waren allesamt vom Misserfolg gekrönt. Gleich und gleich gesellt sich gern. Da kam die Geschichte zweier Brüder aus Vermont gerade richtig. Diese stellten die Behauptung auf, schweben zu können und auch Dinge manifestieren hätten sie im Repertoire. Die Zeitschrift The Daily Graphic hatte über diese Brüder berichtet. Blavatsky machte sich nun auf, den Reporter Henry Steele Olcott zu treffen. Sie schickte sich an, ihm von ihren eigenen fantastischen Fähigkeiten zu berichten. Dieser verfasste sogleich einen Artikel über sie. Das Thema paranormale Fähigkeiten zog halt damals wie heute. Olcott selbst war auch kein unbeschriebenes Blatt. Er hatte sich einen Ruf als Medium für Materialisation und Jenseitskontakte erarbeitet. Er wurde im Laufe der Zeit ihr Vertrauter, Schüler und schließlich auch ihr Manager. Gemeinsam schafften sie es, den esoterischen Anteil der Zeitung immer weiter zu erhöhen und somit das Interesse an sich selbst und ihren geradezu zauberhaften Fähigkeiten zu mehren. Sie sollen auch andere Medien getestet haben, doch Blavatsky bezichtigte diese auch des Betruges. Um weitere Seelen von ihren Ideen zu überzeugen, begannen sie unter dem Namen Bruderschaft von Luxor Rundbriefe in spirituellen Zeitschriften zu veröffentlichen. Sie gründeten unter anderem noch den Miracle Club. Im Rahmen dessen hielten sie Vorträge über okkulte Themen. Hierbei lernten sie natürlich weitere Gleichgesinnte kennen. Nun schreiben wir den 7. September 1875. Blavatsky und ihre Gleichgesinnten beschlossen, die sogenannte Theosophische Gesellschaft zu gründen. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten viele damalige Prominente und Menschen von Rang und Namen. Merkwürdig, mir kommen hier direkt wieder Parallelen zu unserer Zeit in den Sinn. Im gleichen Jahr begann sie, an dem Buch Isis Unveiled, also Isis entschleiert, zu arbeiten. Ein Meisterschlüssel zu den Mysterien der alten sowie der modernen Wissenschaft und Theologie, soweit der Untertitel. Dieses Buch bildet dann auch gleich die Grundlage der modernen Theosophie. Es wurde ein voller Erfolg, die Startauflage von 1000 Stück war innerhalb von nur 10 Tagen vergriffen. Bis dato wurden mehr als 500.000 Kopien an den Esoteriker gebracht. Unsere Autorin behauptete,
dass sich während des Schreibens ein zweites Bewusstsein in ihrem Körper eingenistet hätte. Naja, Platz genug hätte es jedenfalls gehabt. Diese sogenannte Untermieterin soll sie größtenteils zum Schreiben dieses Werkes inspiriert haben. Im Grunde ist dieses Buch nur eine Zusammenstellung aus anderen bekannten religiösen und esoterischen Büchern. Olcott behauptete hingegen, sie zitierte aus Büchern, zu denen sie keinen Zugang gehabt hätte. Alles klar, so muss es gewesen sein. Sie warf der Welt der Wissenschaft vor, dass diese sich nur mit den physischen Gegebenheiten auseinandersetze, nicht aber mit der geistigen Welt. Auch dieser Vorwurf kommt mir nur allzu bekannt vor. Dieses Buch kann wohl als Initialzündung betrachtet werden. Im Jahre 1876 wurden immer mehr theosophische Logen und Orden gegründet. Blavatsky war auch in Indien bestens vernetzt. So zog es sie dann 1879 zurück, um die tibetische buddhistische Reformbewegung zu unterstützen. Sie nahm sich einen 15-jährigen Jungen als Diener und sammelte weitere Pluspunkte bei ihren indischen Anhängern, dass sie sich mehr dem Buddhismus zugeneigt sah, als den britischen Besatzern und deren Christianisierungsbestrebungen. Ihren Behauptungen nach hat sie sich dann von ihren geistigen Meistern durch eine geistige Verbindung geleitet, in Richtung Norden des Landes aufgemacht. Hier hat sie ein geheimes Untergrundversteck erkundet, welches diese Meister nur für sie bereithielt. Auch habe sie hier einen Meister getroffen, der seit 52 Jahren im Lotussitz meditiert haben möchte. Im Juli 1879 befleißigte sie sich auch mit Olcott zusammen als Verleger. Sie brachten das monatlich erscheinende Magazin The Theosophist heraus. Es dauerte nicht lange, bis der Kreis der Leser immer größer wurde. Unter den staunenden Augen ihrer wachsenden Anhängerschaft will sie dann auch einige Demonstrationen ihrer übernatürlichen Fähigkeiten abgehalten haben. Sie hat vermeintlich eine Teekanne aus dem Nichts herbeigezaubert, oder auch einen Text, der mehr als 1400 Seiten lang gewesen sein soll. Nach außen hin fühlte sie sich eher dem ärmeren Teil der Bevölkerung verbunden. Dies hinderte sie jedoch nicht daran, in einem schönen, von der Elite bewohnten Stadtteil in einem komfortablen Bungalow unterzukommen. Dies geschah natürlich nur, damit sie besser für die westlichen Pilger erreichbar war. Doch auch ihr Manager Olcott blieb nicht untätig. Er beschloss, einen Fonds für die Verteidigung des Buddhismus zu gründen, um diesen vor der Christianisierung zu verteidigen. Diese Idee hatte Blavatsky erst nicht für gut befunden und behauptete, dass ihre Meister dies nicht wünschten. Als sie sah, dass seine Idee ein Erfolg war, änderte sie ihre Meinung jedoch umgehend. Kleiner Funfact am Rande: ihre übernatürlichen Fähigkeiten konnten sie nicht davor bewahren, an einer chronischen Nierenentzündung zu erkranken. Dann war da ja noch die sogenannte Kalamb-Affäre. Diese sollte den Siegeszug von Blavatsky und ihrer Bewegung stark beschädigen. Im Rahmen dieser Entwicklungen wurden unter anderem die sogenannten Meisterbriefe kritisiert. Diese sollen laut Blavatsky von ihren geistigen Meistern an diverse Anhänger versendet worden sein. Hier legten die Meister ihre Ansichten dar. Das Madras Christian College Magazine veröffentlichte 1884 einen Bericht auf Grundlage der ehemaligen Theosophen und Mitarbeiter Emma und Alexis Kalamb, welches die Briefe als Fälschung brandmarkte. Blavatsky habe diese selbst verfasst. Einige sprachen von einer christlichen Verschwörung gegen die theosophische Gesellschaft, da sowohl die Christen als auch die Theosophen unter den Buddhisten nach Anhängern suchten. Bis dahin hatten die Theosophen Erfolg, die Christen eher weniger. So führte dann eins zum anderen und auch andere Skeptiker begannen sich für das illustre Treiben von Blavatsky und deren Entourage zu interessieren. Die sogenannte Society for Psychical Research veröffentlichte im Jahre 1885 den Bericht, der als Hodgkin's Report bekannt wurde. Dies war ein herber Schlag für die Sekte von Blavatsky. Zum einen standen hier die Meisterbriefe wieder im Fokus der Untersuchungen, zum anderen aber auch Blavatskys übernatürliche Darbietungen. Unter anderem sollen geheime Falltüren und Fächern in Möbeln eingesetzt worden sein, um beim Publikum die Illusion des Erscheinens aus dem Nichts zu erzeugen. Die Untersuchungsergebnisse wurden damals wie folgt zusammengefasst. Aus unserer Sicht halten wir sie weder für das Sprachrohr unsichtbarer Propheten noch für eine gewöhnliche Abenteurerin. Wir meinen, dass sie ein Anrecht auf dauernde Erinnerung als eine der vollendetsten, genialsten und interessantesten Schwindlerinnen in der Geschichte hat. Erwähnen möchte ich aber, dass dieser Bericht nicht erst seit 1986 in der Kritik steht und die Gesellschaft eben diesen widerrufen hat.
Man unterstellte dem Autor Richard Hutchins eine unsaubere Arbeitsweise und dass er mit Vermutungen und Behauptungen gearbeitet hätte. Wie schade nur, dass die Meisterbriefe mittlerweile vernichtet sind, eine nachträgliche Prüfung ist also nicht möglich. Was die Geheimtüren angeht, geht man nun davon aus, dass der Gebrauch nicht ohne Lärm und Kraftaufwand möglich gewesen wäre. Auch wird vermutet, dass die Geheimgänge in den Privatgemächern von Blavatsky nachträglich angelegt worden sind. Die Vorwürfe gegen Madame haben sich ja auch dazu beigetragen, dass sie sich dann aus gesundheitlichen Gründen 1885 wieder nach Europa aufgemacht hat. Sie ließ sich in Italien, genauer gesagt in Neapel, nieder und lebte dort von einer kleinen Rente. Hier begann sie dann auch an ihrem neuen Buch Die geheime Doktrin zu arbeiten. Die geheime Doktrin stellt einen Kommentar zu einer alten Schrift, nämlich dem Buche Zian, dar, welches sie damals in Tibet studiert haben möchte. Buddhistische Gelehrte widersprachen allerdings, dieses Buch habe es nie gegeben. Hier war wohl eher der Wunsch, der Vater des Gedankens. 1886 dann war sie ständig auf Achse. Ihr Rollstuhl wurde ihr ständiger Begleiter. Nichtsdestotrotz blieb sie weiterhin fleißig. Sie gründete unter anderem in London eine Gruppe mit dem Namen Die wahren Theosophen. Hier waren die Mitglieder handverlesen. Als Verlegerin hatte sie ja bereits Erfahrung gesammelt. So brachte sie ein neues Magazin mit dem Titel Lucifer heraus. Hier versuchte sie, philosophische Themen zu behandeln und von paranormalen Phänomenen Abstand zu nehmen bzw. diese zu ignorieren. Könnte dies mit den Vorwürfen gegen sie zusammenhängen? Was denkt ihr? Ihre letzte Reise trat sie dann am 8.5.1891 an. Ihre Fahrkarte in Richtung Jenseits löste sie mit einer schnöden Grippeinfektion ein. Ihr Todestag wird als Tag des Weißen Lotus von den Theosophen gefeiert. So viel von meiner Seite zu dieser kontroversen Dame aus den erlauchten, esoterischen, mystischen Kreisen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einstieg ins Thema bieten, auch wenn ich beileibe nicht jeden Aspekt beleuchten konnte. Nun, was denkt ihr, haben wir es hier mit einem wirklichen Medium oder aber mit einer schnöden Hochstaplerin zu tun? Diese Entscheidung überlasse ich euch. Ich freue mich wie immer, mit euch ins Gespräch zu kommen. Ich sage mal voraus, ihr werdet einiges zum Thema beizutragen haben. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like, ein Abo oder aber einen Kommentar materialisiert. Ihr dürft mir glauben, allein in dem Skript steckt einiges an Arbeit. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.